Logbuch des Captains, 12.12.2018. Wir sind kurz davor, die Weihnachtsgalaxie zu erreichen. Und endlich auf eine, die noch nie Nikolaus gesehen hat. Und zwar haben wir, ja, das ist ja ein bisschen, könnte man eigentlich fast als Weihnachtsspecial ein bisschen verkaufen, weil ihr seht ja, bei uns ist ein bisschen geschmückt. Spezial. Ja, ich schreibe nur gerade, vielleicht hört man es. Am Rentier. Nee, man hört es nicht, aber das hört sich so ein bisschen auch wie die Glocke vom Weihnachtsschlitter. Und zwar, ihr habt es wahrscheinlich schon am Thumbnail gesehen, ne? Gesehen. Geguckt. Geguckt. Gucken wir jetzt. Ja, es wird geguckt, ne? Ich hoffe, dass es geguckt wird. Nee. Ich habe einfach mal ein bisschen die Idee gehabt, weil es jetzt in ein paar Videos schon abgeschnitten wird und auch ein bisschen Thema war mit Star Trek, dass ich mir einfach mal die Sammlung zeige, was ich so daheim habe. Weil ich muss sagen, so in den letzten Jahren bin ich richtig so ein Star Trek-Fan geworden. Habe es schon öfter erwähnt, das habe ich ja eigentlich früher bloß immer im Fernsehen geguckt. Von Deep Space Nine über Next Generation und Voyager. Aber ich habe es nie so wirklich am Stück geguckt. Also das war meistens so am Wochenende, wo man sich das mal neu gezogen hat. Aber sagen wir, Fan war ich jetzt nicht unbedingt. Star Wars-Fan, ja. Aber Star Trek, wie gesagt, da hatte ich nichts gefunden. Star Trek war gut und du hast es halt. War genau, Unterhaltung, einfach sonntagliche Unterhaltung, wenn man das Gehirn ausgeschaltet hat, Star Trek gucke. Mittlerweile ist es nicht mehr so, also ich bin richtig Fan geworden, aus verschiedenen Aspekten. Wenn er jetzt vielleicht auch gleich merke, wenn ich so ein bisschen was vorstelle, der liebe Herr Renton kann mir auch ein paar Fragen stellen, keine Ahnung, falls es ihn interessiert, du bist ja nicht unbedingt so der Fan. Gar nicht, absolut, ja? Also ich kenne mich mit der Materie auch nicht wirklich aus. Okay. Ja? Also ich weiß, dass es dort drum geht, im groben Sinne. Du hast deine Crew und die entdecken immer neue Welten und gehen dort. Also so war die ursprüngliche Star Trek-Serie. Genau. Ne? Jede Folge was Neues entdecken, neue Planeten, neue Zivilisationen. Der X-Mensch zum Beispiel. Also dass die immer neue Sachen entdecken und kennen. Und ich weiß das halt in der späteren Sache, was Enterprise, was Zweite, ne? Und bei Enterprise hat sie dann auch... Zweitletzte ist das. Also Zweite war Desto. Next Generation. Ah, Next Generation. Das ist schon mit dem Picard? Nee, genau, ja. Noch der Zeichentrickserie. Okay. Und da ging es ja dann auch die Folge übergreifend, wo es dann wirklich wird, wie zusammenhängen die Serie. Folge übergreifend, Plots es geht, also zwischen Figuren, oder? Es gibt immer so, also man muss dazu sagen, das kann man so eigentlich mal vorweggreifen, ja. Also bei Next Generation ist es so, dass du ganz viele starke Hauptcharaktere hast. Also die Crew besteht jetzt nicht... Also Captain und der Rest, sondern... Genau. Also gut, war jetzt bei der ersten Serie auch nicht unbedingt so, bei der Original-Serie, da hast du ja auch deinen Cast gehabt, aber da sind es schon noch ein paar mehr Leute und auch die Rolle sind ein bisschen umfangreicher. Man kriegt mehr über die Vergangenheit mit, man kriegt mehr über die Entwicklung von den Leuten mit, auch rasseübergreifend, was ich cool finde. Und da gibt es wirklich dann manchmal Folge Staffel 1, Folge 10, irgendein Thema und das wird dann in der Staffel 3 nochmal aufgegriffen. Okay. Also du hast dann schon so irgendwelche... Aber es ist nicht unbedingt notwendig, das dann zu gucken. Also du hast schon dann, sagen wir mal, wie in Voyager später, also mal so 2, 3, 4 Folgen, wo er Thema zwischendrin behandelt, gerade so gegen Staffelende und dann als Cliffhanger zu der nächsten Staffel. Wo sich irgendeine Lage zuspitzt oder genau, sowas. Oder wenn es darum geht, dass irgendwelche Beziehungen zu der Klingone irgendwie gefährdet sind oder irgendwas. Das sind halt ein bisschen größere Sachen. Gerade wenn es um The Worf geht. Okay, ich würde sagen, wir gehen dann die Reihe nach durch, dass ich auch mal check, wie das ist. Also die erste Serie hast du ja nicht. Die erste Serie habe ich nicht, die würde ich gerne irgendwann mal haben, aber dann, wenn sie ein bisschen günstiger ist. Und ich habe halt gemerkt, im Moment bin ich noch nicht so bereit dazu. Also die alte Serie ist sehr gut, ich finde es auch toll, aber sie ist meines Erachtens noch nicht so gut gealtert, dass ich so einen Nostalgiefaktor habe. Also die sind schon ein bisschen anstrengend zwischendrin. Also nichts gegen... die Rolle und so weiter. Ich finde gerade das Spock und sowas sind alles super Schauspieler. Am Anfang war es ein bisschen sehr steif, aber im Moment kann ich mir das, glaube ich, noch nicht so geben. Es hat ja auch bei der Altserie am Anfang auch wirklich schlechte Effekte gehabt und so, wo du heute drüber lachst. Gerade wie ich gesagt habe, Lizard Man oder sowas. Ja, also es ist ein bisschen anstrengend, das zu gucken. Also wenn, dann müsste ich wirklich Lust haben und dann hole ich mir auch die Serie. Dann würde ich sie jetzt nicht streamen oder sowas. Also wenn ich so mal günstig sehe, denke ich an dich und sag dir Bescheid. Genau, bis jetzt habe ich ja erstmal Glück gehabt. Ich bin ja so ein Pfennigfuchser, der erstmal war. So, aber um deine Sache vorhin, oder das, was du angesprochen hast, nochmal aufzugreifen mit dem, man entdeckt immer was Neues.
grundsätzlich ja, die Serie lebt, oder alle Serien leben doch schon irgendwo davon, aber es gibt auch ein bisschen, ja, es ist nicht immer was Neues entdecke, es ist auch eher so, wie gesagt, die Charakterentwicklung und zum Beispiel Deep Space Nine, was ich jetzt auch nicht habe, das ist ja Raumstation. Mhm. Da geht es weniger ums Entdecke, da gibt es so eine Hauptstory und verschiedene Nebenstories und das entwickelt sich, aber das ist eigentlich immer der gleiche Plot und das gleiche Thema, da hast du eher dieses... typische Serie. Genau. Ja, okay. Also das ist eher sowas wie GZSZ. Okay. Muss man sagen. Ich habe die Serie noch nicht, ist mir auch noch ein bisschen zu teuer und außerdem würde ich die Enterprise und die Next Generation noch fertig gucken. Ja. So, jetzt fangen wir mal an. Bei den Filmen ist ja jetzt komisch. Sorry, dass ich da vorweggreife, aber das sind ja Film 1 bis 10. Film 1 kannst bis 10. Kannst du mal hochhalten, dass man es in die... Ja. Box 1 bis 10. Genau. Und das ist ja jetzt aber schon wieder serieübergreifend, oder? Weil die ersten Filme sind von der ersten Serie und Filme, die später kommen, sind genau. von Next Generation und ach, einer vielleicht es von Enterprise. Es gibt auch einen Film, wo sie aufeinandertreffen. Es gibt sogar in der Serie noch Sachen, wo sie... Das ist auch ganz lustig. Das ist pro Serie auch immer andere Crew? Jedes Mal? In der Serie. Die Serie tut immer eine Crew behandeln. Okay. Also gut, es gibt jetzt verschiedene Crews in einer Serie. Weil du sagst, die treffen aufeinander. Es ist nicht so, dass bei Next Generation dieselbe Crew wie bei Enterprise ist oder so. Komm ich später drauf. Okay, gibt lustige Sachen. Okay, gut. Alles klar. Genau. Das ist eigentlich die älteste Box und eigentlich auch so die erste Filme, wo ich gerade habe. Außer dort zwei, wo ich vom Flohmarkt gerade habe. Das ist der erste Kontakt, First Contact und Treffen der Generation. Ne? Treffen der Generation. Tut ja schon durch die Leute, was du gemeint hast. Ich habe aber dann... Ich schalte gerade mal kurz nein, dass man es also so sieht. Ich muss sagen, das Cover hatte ich als Poster. Ich habe dieses Poster nicht mehr. Es ist so der Hammer. Ich finde das Artwork von Demdorf finde ich so geil. Das ist echt cool. Aber vielleicht kriegst du es als Alternative, wenn du es jetzt nicht mehr als Poster kriegst, dass du das in hoher Auflösung kriegst im Netz und dir bei einem Postershop einfache so. Poster, so ja. Wie ich das Doom-Poster gemacht habe, entweder in so groß oder vielleicht ein bisschen kleiner für an die Wand und so. Oder man kann auch Leinwand drucken. Also das ist wirklich mein Lieblings, das sieht so cool aus, weil es auch komplett das Thema behandelt. Finde ich richtig gut. Noch vielleicht was Allgemeines, was mich einfach fasziniert, wegen dem Vergleich zu Star Wars und so. Also Star Wars liebe ich auch, aber Star Wars ist so ein bisschen... Das lebt vom Design Star Wars, das lebt von der Story, ja klar. Aber du hast zum Beispiel einen Haufen Rasse, die nicht mehr behandelt werden. Ja, die Wookiees, da wissen wir mal kurz auf Kashyyyk. Oder du hast, was weiß ich, die Ewoks und so weiter. Die sind halt einfach doof. Filme. Ja, und bei Star Trek ist das echt so krass, auch mit der Fanfiction und so weiter. Jedes Volk hat eine eigene Geschichte, eigene Sprache, die entwickelt worden sind, die sogar noch immer weiterentwickelt werden, die sprechbar sind. Mhm. Das hast du bei Star Wars meines Wissens nicht. Klingonisch gibt es ja. Klingonisch. Zum Beispiel. Und das finde ich halt auch krass. Also das ist was, der Umfang von Star Trek ist wirklich riesig. So, das fange ich an. Oh, diese Box habe ich von der Filmbörse in Mannheim. Das hat einer verkauft, einfach für gleich 20 Euro oder so oder 30. Und hat gemeint, Karte, die wird im Netz für so um die 50 verkauft. Und ich, also diese Box, wie es da ist, wenn sie jetzt im besseren Zustand wäre, war das letzte Mal, wo ich geguckt habe, ich glaube 180 Euro oder so, ich weiß es nicht genau. Kann auch sein, dass es nicht mehr so ist, weil, ja. Was mich an der Box, was ich richtig cool finde, ist, also, weiß nicht, ich finde die Boxen irgendwann, entweder sind sie aus Plastik oder sind total wabbelig. Diese Box ist noch richtig aus Karton. Die ist immer runtergefallen, da musste ich ein bisschen kleben, also die ist natürlich nicht mehr so viel wert. Also richtig wertig gemacht. Das finde ich an den Star Trek Boxen wirklich gut, das ist so ein bisschen Ausnahme. Diese Boxen sind echt stabil gemacht, also man hat einen Schuber, dann hat man auch einen zweiten Schuber. Also das ist jetzt das Innenleben. Genau, und dann hier hast du die Filme aufgeteilt, also nochmal in zwei Boxen, also total super gemacht von der Qualität her. Und ja, guck mal, hier so, das ist ja gerade und das nicht, man kann es richtig gut rausholen, weil es hier im Rand hat. Das ist super, ja. Da musst du nicht neu greifen. Ich habe so Herr der Ringe-Box. Ganz klein die Eikerbung, dass du auch greifen genau. kannst. Ich habe so Herr der Ringe-Box und musst du so neu gehen, da habe ich mir schon durch so einen Knick hier drin. Das nee, dann kriegst du nicht anders da raus. Oder du hältst es dann so runter und hoffst, dass es irgendwie rausfällt und nicht neu greifen musst. Ja, aber dort ist es abzuengen. Das ist doppisch. Also die Box ist wirklich, da hat einer mitgedacht. Ich hoffe, das kann man erkennen. Aber das hat hier halt wirklich diese Einkerbung. Ne? Ja. Ihr seht es in der Mitte und da kann man dann von außen hier die Box greifen und rausziehen oder die zwei Boxen. Was noch fehlt, es waren gleich Postkarten mit dabei, die habe ich nicht. Also wie gesagt, die habe ich halt gebraucht gekauft, aber für 30 Euro alle Filme in so einer Box fand ich richtig gut. Ey, super.
So, neue Schleckmotiv, zwei Filme noch dazu. So, die kann eigentlich mit neu, neu. Und dann haben wir es aufgeteilt. Die Filme sind aber in der Box 8 drin. Ja, die sind da drin. Okay. So, da haben wir 1 bis 5. Da war noch ein Heft mit dabei. Da steht dann noch so ein paar Infos. Zu jedem Film eigentlich so das Inlay, was du normalerweise in der normalen DVD-Box drin hast. Und ja, ich weiß nicht, das ist so ein geiles 80er Artwork, wenn ich mir das auch gucke mit dem Lila und mit dem Blau. Ich mag sowas einfach. Das ist für mich Science Fiction, so ein bisschen nostalgisch und alles. So. Genau, aufgeteilt. Ich weiß nicht, was dann gescheit sehe. Ja, wir haben ein bisschen Probleme, wie wir die Kamera aufstellen. Das ist ein bisschen. Ja, man kann es erahnen. So, bisschen, ne? Also ist riesig. So, ne, man sieht es jetzt, sieht man es. Okay, ich stelle mich wieder, ich hole mir jetzt Wasser. Ja, hol dir Wasser. wie gesagt, noch doch ein hier aufgelistet. Achtung. Und wo es Collectors oder Extended Edition gäbe, hat, wie zum Beispiel beim ersten Directors Edition sogar und was weiß ich, ist das auch so drin. Und was richtig geil ist, wenn man die Box dann öffnet, ich weiß nicht, ob ihr die Box noch kriegt. Also wenn ihr die kriegt, das, also ich würde keine andere Box haben wollen, ach die, wo jetzt neu rauskommen sind und so weiter. Ja, sind die gleichen Filme, aber ich sag halt mal, man macht halt hier die Box offen, hat halt hier die DVD-Runde und hat halt hier eine Dross Artwork. Das gibt halt einfach, egal ob es jetzt eine Blu-ray ist im Vergleich zur DVD, aber es gibt einfach Boxen, die schön gemacht sind und Boxen, die lieblos gemacht sind und die ist schön gemacht. Ja. Also, die ersten fünf Filme hängt, glaube ich, so großartig. Nicht unbedingt was mit der Serie zu tun, außer das mit dem Zorn des Khan und so weiter. Also der Khan, der kommt wie irgendwann in der Serie vor. Khan! Ja, der kommt auch irgendwann später gleich bei TNG gleich. Nee, doch nicht. Noch einmal Khan! Ja, die sind ja da, also die Filme, ich muss gerade mal gucken. Ich weiß gar nicht, wann der erste rauskam, aber zu dem Zeitpunkt war der Captain Kirk auch schon ein bisschen älter. Also die Serie war ja so in den 60er, muss ich mal gerade gucken, 1979. Also ich sag immer, mein Lieblingsrentnerverein, so die alte Truppe, ne? Also der Kirk und der Mr. Spock und der Pille und so weiter. Die ersten fünf Filme, die leben für mich so ein bisschen, bevor wir es jetzt thematisch noch ein bisschen verarbeiten, leben die für mich so ein bisschen von dem Witz. Also da gibt es irgendwie so diesen Rentnerscharme. Ich weiß nicht, ich muss immer sagen, wie so ein Rentnerverein, der auf Kaffeefahrt ist und der Bus krabbert. Also was die für einen Scheißdreck erleben. Und die funktionieren auch so gut zusammen. Und das ist eigentlich so meine Lieblingszeit mit dem Kirk und so weiter. Nicht so ernst wie in der alten Serie, sondern wie die da ihr Abenteuer... Das ist alles so ein bisschen geklebt. Ja, ist alles neu geklebt, ja. Ist aber super, dann bricht ja auch nichts raus. Ja, ist eigentlich richtig cool, ne? Und stelleweise behandelt es halt auch eigentlich, dass der Kirk schon ein bisschen zu alt für den ganzen Scheiß ist und der ist ja gleich zwischendrin, ist er Admiral und gibt auch das Kommando über die Enterprise, über die neue Enterprise ab. Und da basiert halt auf der Jungfernfahrt, ist er zu Gast eigentlich dort und da passiert halt was mit dem Endefilm, wo er dann das Steuer wieder übernehmen muss und all das so ein Kram. Also, es sind aber ein paar Filme sind doch dabei gewesen, die ziemlich gefloppt sind, oder? Die nicht so gut ankamen. Oder habe ich das falsch im Kopf? Ja, von der Neuere eher. Also von der Alte wüsste ich jetzt nicht so krass. So ganz. Okay. Wie gesagt, ich kenne mich halt nicht aus. Ja, aber der erste Film müssen wir uns, glaube ich, nicht unerhaltig gucken. Ich weiß auch noch, wie ich Kleber und dann im Fernsehen Werbung gelaufen ist mit Filmen im PK und oh, jetzt kommt der neue Film und so weiter. Mhm. Das ist schon cool. Das ist schon cool, ja. Ach, das, egal. Ja, wir müssen uns jetzt nicht über jeden Film unterhalten. Ich meine, Zorn des Khan, wir sehen da Bescheid. Also dieser Khan ist so ein Übermensch, die wurden irgendwann gezüchtet sozusagen. Die sollten irgendwie gewisse Aufgabe erfüllen und waren eher sowas wie, ich glaube, unterbrechen mich, wenn ich falsch bin oder schreiben was drunter, aber die sollten eigentlich sowas wie ein bisschen mehr so Supersoldat oder Sklavemäßig, so also frei vom Wille her. Und die wurden halt zu gefährlich und die wurden dann irgendwann auf einen Planet verfrachtet, der eigentlich als fruchtbar galt. Und dann ist irgendein Unglück passiert, dass der zum Wüsteplanet geworden ist. Mhm. Und diese Leute um den Khan rum, also der Khan ist der Anführer von dieser Supermenschenrasse, die haben es halt total schwer gehabt, dort zu überleben, viele sind gestorben und so weiter. Und der wird halt ein Kirk Rache, der muss in der Serie dort ausgesetzt werden soll. Und schafft es halt, ihn dann halt auch zu greifen und so weiter.
Polarisiert auch ein bisschen, weil so wirklich Gut und Böse gibt es bei ihm nicht. Er versucht halt seine Leute sozusagen zu beschützen und ja, diese Rache, ja. Er ist halt nicht irgendwie total durchgeknallt oder so. Ist eigentlich eine interessante Figur, wird auch später in den Filmen nochmal behandelt. Ist der zweite mit einer von den besten Filmen? Weil ich meines glaub, Erachtens der ist der einer von den erfolgreichen zumindest. Der wird oft zitiert. Ich will auch nicht zu arg auf den Inhalt. Ja, deswegen, weil vom zweiten höre ich, wenn ich von den Filmen höre, höre ich von dem am meisten. Ja, es gibt auch so gleich so ein paar, ja, Stelle, die im Gedächtnis geblieben sind oder so irgendwelche Zitate von Kram. Kann ich mal ganz kurz das Heftchen haben? Ich will nur was noch. Oder? Genau, auf der Suche nach Mr. Spock ist auch ein ganz cooler Film eigentlich. Im Teil vorher ist es so, dass er die Crew retten muss in die, ich glaube, in die Warp-Kammer oder sowas und stirbt eigentlich. Es gibt aber einen Klon von ihm, oder beziehungsweise, genau, der wurde irgendwie geklont, ich muss noch mal gucken. Also ich weiß nicht mehr hundertprozentig alles, aber der wird irgendwie geklont und der Kirk nimmt, der Pille nimmt, glaube ich, sein Gedächtnis auf. Die Vulkanier können über so Technik ihr Gedanke übertragen. Und die Pille, das ist gleich die Pille, ja, der muss später dann für den Klon sozusagen die Gedanken wieder auf den übertragen, dass der Spock wieder da ist. Deswegen auf der Suche, der noch Mr. Spock, erstmal müssen sie den Körper finden und dann müssen sie ihn sozusagen wieder mit den Gedanken austauschen. Das ist jeder eigentlich nur erhöhen. Ja. Ja. In dem Sinn. Ich weiß gar nicht, wie der. Ich muss nochmal gucken. Zurück in die Gegenwart finde ich richtig cool. Da geht es darum, das weiß ich noch, die Erde wird bedroht von einem riesigen Raumschiff und sieht aus wie so riesige, was weiß ich, so Gymnastikrolle, wie so ein Nackerrolle, einfach so. Ja, und so schwarz und dann kommen so Töne und dann raffen die Leute erstmal gar nicht, was das Teil will. Und dann merken die, das ist Wahlsprache. Scheiße, es gibt keine Wale mehr. Und dann müssen sie die zurück in die Vergangenheit und müssen so zwei Wale holen. Um zu dechiffrieren, was da überhaupt gesagt wird. Über genau, die dass dieses Raumschiff wieder wegfliegt, weil anscheinend, ich weiß nicht, ob das eine Walrasse ist oder was, und die wollen bloß noch im Rechte gucken, aber die Wale müssen dann halt sagen, warten oben, wir sind los. Alles. Ja, du hast gesagt, ich hab's so Hunger. Das ist eigentlich schon krass, aber es ist cool umgesetzt und es erinnert mit von den witzigsten Filmen, weil die Crew dann wieder sozusagen in der Gegenwart ist. Und, hallo, Nachtlicht. Und, ja, die müssen halt dort damit zurechtkommen, wie es da halt so abgeht. Die müssen sich in das Volk mischen. Das Bock muss sich die Ohren abklären, mit aufziehen und alles. Und die müssen halt diese Frau von dem Institut, wo die Wale auf. Da habe ich Ausschnitte von gesehen. Ja, das ist wo sie als normale Menschen rumrennen quasi. Das ist so geil. Die hocken in einem Bus und da ist irgendwie so ein Punk und der macht die ganze Zeit laute Musik, nervt alle und das Bock ist dann abgenervt und der macht dann diesen Griff. Kennst du diesen Griff? Und dann fällt er so, super. Ja, ne, ist richtig cool gemacht. Hat auch so ein bisschen so Umweltaussage, ne? Also, was ein Uff, wenn irgendwelche Tierarten vielleicht ausrotten, egal wie es ist, aber natürlich ist es auch ein Nachteil für die Menschheit. Ist auch so ein Aspekt an Star Trek. Diese Nachhaltigkeit, Ökologie, Frieden, das ist ja Welt auf der Erde. Es wurde ja überhaupt nur möglich, dass diese ganze Sterneflotte gegründet worden ist, auch mit der Hilfe von den Vulkanier. Also ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt, wie das dann war, wo die Menschen diesen interstellaren Raum erforschen konnten, was da die Möglichkeiten waren? Nee, keine Ahnung. Ich mach's mal in der Kurzfassung. Das ist so, dass du wie soll ich das sagen, dieser Warp-Antrieb sagt dir was, ne? Mhm, klar. Im Jahr 2100 noch irgendwas, bla bla bla, waren die Menschen zwar schon fähig, Raumschiffe zu erfinden und rumzufliegen und alles, aber sie hatten nicht den Antrieb, um die Galaxie jetzt unbedingt zu verlassen. Also es ist wie diese Mars-Mission, wir würden jetzt 2 Jahre hier brauchen und 2 wieder zurück, also 4 insgesamt. Du brauchst halt eine Technologie und einen Antrieb, wo dir ermöglicht, das halt schneller hinter dich zu bringen. Ja, ja. Und irgendwann Safran Cochrane heißt der, das ist wirklich so Cochrane, war ein Wissenschaftler und der hat es geschafft, der erste Warp-Antrieb. Ich kann ja nicht sagen, wie schnell das ist. Mehr als Lichtgeschwindigkeit auf jeden Fall. Schnell. Ja, ist sehr, sehr, sehr schnell. zur Erfindung. So, und der hat wird auch in einem Film behandelt. Der hat Raket halt erfunden und macht dort so einen Testflug. Und die Vulkanier waren zu dem Zeitpunkt schon viel, viel weiter. Die haben schon die Galaxie erforscht und so weiter. Und die sehen dann, oh, da ist jemand mit einem Warp-Antrieb. Und die haben sich zur Mission gemacht,
ersten Kontakt zum anderen Volk aufzunehmen, wenn die so weit sind, Rob und Trieb. Wenn sie die Technologie haben, dass sie so intelligent sind, wie sie auch. Genau, und dann, genau. Und dann ist sie, wenn sie die halt besucht und haben dann halt so ein bisschen geholfen, die Sterneflotte aufzubauen. Auf der Endeseite haben sie ein bisschen überwachen wollen und die Menschheit ist noch nicht so weit. Die Vulkanier waren am Anfang sehr nervig. Später waren sie eigentlich Freunde, waren gleichberechtigt. Mhm. War dann diese Allianz und so weiter. Das ist echt cool. Und ja, das ist alles, da kann ich dir 100 mehr Sachen noch erzählen und 100 Sachen, die ich nicht weiß. Das ist so detailreich und alles. Und genau. Und das hat alles halt irgendwann dazu geführt, dass auf der Erde gibt es auch kein Geld mehr und so weiter. Jeder kann irgendwie das lernen, was er möchte. Und das ist ein paar Probleme auch mit den Vulkanier zusammen, die dann geholfen haben, wurden gelöst. Und dann hat die Menschheit überhaupt erst die Möglichkeiten, auch die Zeit, das klingt jetzt blöd, den Weltraum zu erforschen und so weiter. Genau, deswegen, ich finde das alles so, diese Star Trek Aussage ist immer so friedlich, wir versuchen so Kontakt aufzubauen, wir versuchen Leute zu helfen. Also diese Direktive mit dem Warp-Antrieb, das hat aber auch die Sterneflotte übernommen. Also die greifen nicht ein, wenn jetzt Zivilisation noch nicht so weit ist, weil die wollen nichts negativ beeinflussen. Ja, ja, ja. Finde ich auch cool. Das ist auch wieder so der Aspekt zum Beispiel mit den Missionaren und so weiter. Ne? Irgendwie vergleiche, so in die Urwald gehe und die Leute, wir müssen jetzt Christe werden und so ein Scheiß. Ja, ja. Und wir müssen jetzt Cola trinken und Pepsi. Ne? Und das ist da alles verarbeitet, das finde ich richtig cool. Am Rande des Universums ist Achtung, relativ interessant. Hier zu und ziehe es ein Stück zurück. Weil das behandelt jetzt. Das sieht man trotzdem nicht. Der letzte Film aus der Reihe. Rande des Universums vielleicht noch ganz kurz. Am Rande der Box. Weil der ist ziemlich interessant. Ich glaube, genau, das ist der Film. Da geht's. Kennst du diese Voyager-Missionen von der NASA? Ja, ja. Die haben ja zum Beispiel auch diese Messingplatte oder Goldplatte, wo diese Infos drauf sind, genau, die Schallplatte. Genau, ja. Genau. Hauptfigur hier ist V'ger. Mhm. Erkläre ich da gleich. Da geht es darum, da kommt eine fremde Macht auf die Erde zu. Das ist wie so ein Nebel, riesiger Nebel. Also eigentlich ist es ein Raumschiff, Technik und so weiter, aber das erscheint irgendwie, also ist für Menschen eigentlich gar nicht erklärbar. Und tut so, und hat so einen Countdown, wo er auf die Erde schickt. Also wieder die Erde ist bedroht, bla bla bla. Mhm. Und das Raumschiff Enterprise mit dem Kirk, die machen sich auf die Mission, was sind da eigentlich los? Wollen doch Kontakt aufnehmen. Keine Ahnung, was willst du? Und dafür müssen sie an den Rand des Universums. Ist das am Rand des Universums oder heißt das bloß so? Der Film heißt so, deswegen habe ich mir hergeleitet. Also ich kann da kurz erklären, was los ist. Diese Voyager-Mission, die wurden ja, diese zwei Sonde wurden ja fortgeschickt, um einen Haufen Bilder zu machen, um die erste scharfe Bilder von unserem Planet im Sonnensystem aufzunehmen. Genau. Ja. Das Krasse ist, die End-Voyager, Voyager 2 oder, nee, Voyager, ich glaube Voyager End, ich weiß nicht mehr, Voyager 2 oder End sendet bis heute noch Bilder. Mhm. Und hat jetzt, das war gerade gestern, hat das, total interessant, hat das der interstellare Raum jetzt betreten, das hat unsere Galaxie verlassen. Mhm. Und 17 Milliarden Kilometer oder so. Und das Krasse ist, in den 70er oder 80er kam dann der Film raus, zu dem Zeitpunkt hat, also in der Zukunft ein paar hundert Jahre, das spielt gleich 2200 um den Kirk, ich weiß nicht mehr, hat Voyager schon diesen interstellaren Raum oder den Rand des Universums erreicht gehabt und in der Zeit muss das auf eine fremde Intelligenz getroffen sein, irgendein Volk oder so. Mhm. Und die haben gedacht, haben du irgendwie Raumschiff-Pferdes gebaut oder irgendwas. Und ich weiß gar nicht, irgendwie hat auf jeden Fall diese Voyager-Sonde, V'ger, weil die finden das irgendwann, das sind ein paar Buchstaben, sind da irgendwie kaputt oder keine Ahnung, das sind nur V'ger und das nennt sich auch selbst V'ger, was da ist. Also irgendwie hat es Intelligenz erreicht und hat eigentlich das ganze Universum schon erforscht und weiß überhaupt gar nicht mehr, was es machen soll, soll und kommt zurück an die Erde und will zurück zu seinem Erschaffer. Ja, ja. Und die erklären dem dann, was es eigentlich ist und es ist total abgedreht eigentlich. Keine Ahnung, der Kirk, keine Ahnung mit den, ja, gucken sie eigentlich aus, total krank, aber es ist total lustig und interessant, weil es tut auch wieder richtige Begebenheit aufgreifen. Und es war ja auch Mission von dem Voyager, falls das auf Außerirdische trifft, dass die dann diese Informationen von der Schallplatte runterlesen können. Das ist ja in dem Moment passiert. Die haben es aber nicht ganz kapiert, dass das eigentlich nur eine Nachricht sein sollte.
Die haben gedacht, oh, dieses Teil, das muss irgendwie intelligent sein, kommunizieren können. Dann bauen wir jetzt ein Raumschiff und tun das noch viel intelligenter machen. Also es ist, ja, ja. Das hat eine Persönlichkeit irgendwann. Ich weiß nicht. Manche sagen, das ist Spinnerei. Ich finde es total interessant. Klar, es ist Spinnerei, aber das strickt halt manche Aspekte von der Jetztzeit weiter. Es ist ja Science Fiction. Ja, es ist total. Ich weiß nicht, ob ich es richtig erklärt habe. Ich muss die Filme nochmal gucken, aber über die Jahrhunderte sind halt einfach diese Buchstaben abgefallen oder so. Und das hat halt irgendwann die Selbsterkenntnis, wie hieß ich denn eigentlich ein Viecher? Was bin da ich? So, egal. Ich halte mich jetzt hier nicht so lange auf, mir noch ein paar andere Sachen. Das ist erst die erste. Das ist 6 bis 10, tschüss. 6 bis 10, das unentdeckte Land. Treffen der Generation. Genau, ich fange einfach nur bei Treffen der Generation an. Das ist halt das, was hier absteht. Das, was du vorhin gefragt hast, ob irgendwelche Crews danach nur aufeinandertreffen. Und das ist ein Film, das läutet sozusagen das Ende von der Kirk-Crew ein und lässt die Crew mit dem Picard eigentlich, was die Filme betrifft, beginnen. Also die Serie von Picard war schon vorher. Ganz grob, der Kirk verschwindet auf unbekannte Art und Weise, weil so ein Nebel auftaucht. Wieder so ein Nebel. Oder so Energie halt. Ich muss jetzt nicht den Film beschreiben. Und alle denken, der ist tot. Der ist aber nicht unbedingt tot. Diese Energie tretet, oder dieses Phänomen tretet irgendwann viel später nochmal auf. Und Picard schafft es auch, in diesen Raum zu kommen. Also es ist eigentlich, in Wirklichkeit ist es ein Ort, eher sowas wie ein Ort, wo Träume in Erfüllung gehen. Okay. Was zwar Seele einsaugt, aber ja, also der Kirk lebt dort in einer Welt, die er sich selber sozusagen erschaffen hat. Und der Picard braucht aber Informationen von ihm, weil er eine Mission erfüllen muss. Also muss er auch in diese Welt reinkommen. Genau. Und total interessant, die treffen aufeinander. Es ist ein tolles Abenteuer, wir müssen auch gemeinsam gegen den Feind kämpfen. Ist auch der Tod von Kirk. Also. Okay. First Contact ist cool. Da geht es auch um die Borg. So, das Artwork wird wahrscheinlich auch cool sein. Genau, aber dann habe ich auch hier. Also das gleiche Artwork. Da geht es um die Borg-Königin. In der TNG-Serie war es so, dass der Picard kurzzeitig assimiliert wird. Mhm. War auch so ein Cliffhanger, wo die Endstaffel aufhört und dann die anderen wieder auffangt. Also sie konnten ihn zurückholen. Und dieses Borg... Hört es dann auf und zwischen der Staffel kam der Film? Nee, das war später. Okay. Weil da ist er auch schon wieder ein Mensch. Das Problem ist, das Borg-Kollektiv ist ja sowas wie ein Ameisehügel sozusagen, also so Schwarmintelligenz. Es gibt aber 2-3 Borg, die sich abheben, das ist die Borg-Queen zum Beispiel. Mhm. Und das war auch er, Lucullus hieß er. Und sie wollte ihn sozusagen, die war beeindruckt von Picard wegen seiner Fähigkeiten, wollte ihn als König sozusagen. Kann ich verstehen. Ja klar, das ist ein sexy Mann. Also, ein sexy Mann. Also ich kenne keinen, der dem die Glatze so steht. Ich habe eine ganz kurze Zwischenfrage zu den Serien. Kann das sein, dass die Enterprise auch die erfolgreichste Serie von allen ist? Die? Ja, also die, wo der Picard dabei ist. Achso, genau, die schon. Genau, TNG schon. Ja. Ach, TNG ist der Picard dabei. Ja, das war Enterprise ist Kirk. Ich gehe davon aus, dass es die erfolgreichste war. Enterprise ist Kirk. Enterprise ist Jonathan Archer. Okay. Kirk haben wir schon nicht. Okay. So. Genau, das ist so zu sagen, eigentlich nicht der erste Kontakt in dem Sinne. Also die Borg haben sie schon vorher gekannt. Das ist ein bisschen... Was soll ich denn das jetzt sagen? Das hat 2 Bedeutungen, First Contact. Diese Borg-Königin schafft es, also da gibt es eine Schlacht mit der Enterprise und diese Borg-Königin schafft es über einen Borg-Cube halt zurück, wieder in die Vergangenheit zu reisen, aber zu diesem Zefran Cochrane, der denn. Und die wollen verhindern, dass der diesen Warp-Antrieb erfindet oder diese Rakete fertigstellt. Deswegen, erster Kontakt, weil das geht auch um den ersten Kontakt. Und du wärst fast der erste Kontakt mit der Borg gewesen, was aber die Enterprise verhindern kann. Und B, es ist eigentlich der erste Kontakt mit der... Und kriegst du in dem Film auch das erste Mal erklärt, wie der Warp-Antrieb, wie das entstanden ist und so weiter? Genau, das wird nur erst aufgeklärt. In anderen Folgen oder sonst was kommt das noch nicht vor? Doch, es wird auch gesprochen.
Aber das ist der Film, der es behandelt. Okay. Später. Okay. Also es wird schon vorher angesprochen. Okay, Moment. Und da geht es dann halt darum, erst einmal, die Borg wollen halt verhindern, dass er das hinkriegt. Dieser Handlungsstrang ist dann zweigeteilt, sozusagen. Zum Ende muss die Crew dann ohne dafür sorgen, dass das klappt. Und over ist es so, auf der Enterprise ist es aber so, dass die, also die haben zwar den Borg-Kubus, können sie in der Vergangenheit zerstören, aber die konnten ein paar Decks kapern, die Borg. Mhm. Und die müssen sie halt auf der Enterprise bekämpfen. Und diese Borg-Königin ist auf der Enterprise. Mhm. Und der Kirk muss halt gegen die Borg-Königin kämpfen und ohne müssen sie gucken, dass der Saffron Cochrane diese Rakete fertigstellen kann. Das ist auch noch in zwei verschiedene Zeitlinien. Oder in andere Zeitlinie. Zu dem Zeitpunkt sind sie dann in der Vergangenheit. Das Borg-Schiff ist in die Vergangenheit und die Enterprise konnte dem Borg-Schiff folgen. Mhm. Und das zerstört. Haben sie aber nicht gemerkt, dass ein paar Borg auf die Enterprise gekommen sind mit der Borg-Königin zusammen. Und ohne müssen sie dafür sorgen, dass sie wieder aufräumen, das was die Borg so machen wollten. Borg! Und vor allem. Ja, es ist halt. Ja, es blöd. Und nee, vor allem müssen sie darauf achten, dass sie aber von den Vulkanen auch nicht gesehen werden. Also, es ist eine knifflige Sache. Okay. Weil, wenn dann die Enterprise von der Vulkanier gesehen wäre, wird es auch wieder die Vergangenheit verändern. Das sind auch wieder diese Zeitparadoxe und sowas. Deswegen, aber, ich habe schon gedacht, sie hätten die Zeit verändert, deswegen habe ich zuerst noch gesagt, ob es Zeitlinien sind. Mhm. Aber es sind nur Zeitpunkte, also die Linie muss bleiben. Nee, Zeitlinien sind bei den Maya-Filmen, das ist total krass. genau, der erste Kontakt, der Aufstand ist eigentlich wie eine längere Serie. Da geht es um Erfolg, was bedroht ist und die Enterprise hilft halt. Und das ist ja alles schon Kirk, ne? Also einfach ein separates Abenteuer. Ja. Und Nemesis? Nemesis ist eigentlich ein relativ erfolgloser Film gewesen, wobei ich ihn ganz interessant finde. Da geht es wieder ums Klone. Kirk wird geklont, weil er halt ein guter Aufhörer ist und wird bei der Cardassianer... Nicht bei der Cardassianer, wie heißen die nochmal? Die Romulaner. Also Romulaner sind im Grunde genommen das gleiche wie Vulkanier. Vulkanier sind ein Volk, was eigentlich von Grund auf total von ihren Gefühlen zerrissen ist. Die Vulkanier sind eigentlich bloß so, kennst du das Gefühlsarme und Logik und so weiter, die müssen das aber erst erlernen. Von Natur aus sind die total die aggressive Rasse. Und die haben aber irgendwann gemerkt, dass das nichts bringt und sind ins andere Extrem gegangen und tun ihre ganzen Gefühle versuche abzuschalten, was aber nicht immer gelingt. Ne. Also zum Beispiel... Also es ist wie die Amazone dann langsam zur normalen Frau wird. Und das aber nicht immer gelingt. Ja, genau. ich hab's verstanden. Ja, und da gab's halt in der Vergangenheit bei denen ziemliche Kriege und so weiter. Da gab's verschiedene Fraktionen, die sich bekämpft haben. Wie gesagt, die Endfraktion hat dann gesagt, nee, jetzt hören wir mal auf. Und dann wurde es eigentlich global. Ja, eigentlich wurde diese Lehre von der Logik dann total, war schon dann verbreitet. Also es gab eine Splittergruppe von Vulkanier, die wollten das nicht haben, die wollten eigentlich so leben, wollten halt frei sein in dem Sinn, wollten ihre Gefühle zulassen und so weiter, nach die Aggressionen. Und die haben dann zwei andere Planeten besiedelt, die haben sich abgesplittert und dann ist Romulus und die sind noch dieser römische Sage benannt, Romulus und Remus. Ist es dann Remus, der andere Planet? Auf jeden Fall, dieses Volk hat sich vor 2000 Jahren circa, also da, wo eigentlich Jesus eigentlich so rumgelatscht wäre. Auf jeden Fall, um die Romulaner geht's und die haben Picard geklont. Und der heißt Shinson. Und der fühlt sich eigentlich auch als Romulaner. Und da gibt's halt dann ein Konflikt zwischen dem Großreich und der Föderation, das ist auch total komisch, weil er muss ja eigentlich gegen sich selber kämpfen und muss sich auch selber besiegen und versucht ihn auch auf die richtige Seite zu bringen und alles, aber er ist halt so indoktriniert. Klingt eigentlich ganz cool. Also. Ist eigentlich ganz cool, ist aber total gefloppt. Finde ich eigentlich schade. Seit zwei, drei Filme auch gesprochen, es ist so viel Info, da muss man so viel überlegen. Wie gesagt, das ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich die Filme geguckt habe, aber so ein bisschen was will ich noch. Klar. Der eine oder andere sagt, das ist total uninteressant für mich, weil das ist halt wirklich Fiktion oder ohne Ende, aber ich finde... Ja gut... Du bist ja auch kein Fan, aber ich finde... Ich finde es trotzdem interessant. Ja, also wenn man sich ein bisschen auch für das interessiert, was in der Vergangenheit das Problem schon passiert bei mir ist... Da muss ich vielleicht das drauf eugen. Mir ist es halt mittlerweile zu viel.
Echt? Weil ich weiß genau, wenn, dann würde ich gern alles gucken, alles wissen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ein schleichender Prozess, muss ich dir sagen. Ich habe auch nicht alles gewusst, aber sag mal so, Star Trek ist vom Gucken her, wenn du jetzt alles abschaltest nebenher, wenn du nur guckst zur Unterhaltung, ist eigentlich keine schwere Kost. Das kommt. Man muss halt nur, ja, man muss halt bloß auffangen, aber ich bin jetzt auch nicht Druck gegangen, ich muss alles wissen. Das, was ich weiß, ist alles so nach und nach, wie gesagt, innerhalb von ein paar Jahren entstanden. So, weil chronologisch richtig? Noch die Zeitlinie richtig wäre eigentlich jetzt nicht das. Das hätte, damit hätte ich dann da auffangen. Nee, ich hätte die Next Generation jetzt geholt. Aber sagen wir mal von der Filmgeschichte her, wann welcher Film, wann welche Serie rausgekommen ist, ist eigentlich die, genau, die. Und die haben wir ja schon mal vorgestellt, die Box, ne? Die doch? Ja. Die haben wir, glaube ich, schon mal in einem Video vorgestellt, oder? Haben wir beide Boxen vorgestellt? Ich weiß es ehrlich gesagt. Leute, Jack, ich weiß es auch Jack, was haben wir vorgestellt? Nee, pass auf, wir haben Filme, wo man die generell die Filme rausgesucht haben, haben wir gleich auch gesprochen. Ich glaube, die Next Generation, die hast du nicht vorgestellt, weil die hast du schon noch nicht so lange, oder? Ich glaube, das ist ja auch Blu-ray. Vielleicht wollten wir es machen. Also, da gibt es eine kleine Geschichte zu. Das war gleich 2012. Keine Ahnung, ich weiß das Gespräch wie noch wie gestern. Da war ich bei ihm in der Zweitwohnung, wo er gerade auf dem Balkon stand, und hat gesagt: Alter, ich hätte gerne die TNG-Serie. Die ist so arschteuer. Jahrelang her. Dann habe ich gesagt: Wesh, ich hole sie mir irgendwann und ich warte, bis es so billig ist, dass ich sie mir kaufe. Letztes Jahr? Das Jahr? Nee, das Jahr. Das Jahr oder letztes Jahr? Ich glaube. Nee, das Jahr habe ich sie geholt. Das Jahr noch? Ja. Auf jeden Fall war es sehr günstig, durch den Zufall. 5-6 Jahre später gucke ich auf Amazon. Diese Serie hätte normalerweise in der Blu-ray-Fassung, wie sie hier ist. Es gibt jetzt mittlerweile Annie, die ist vielleicht ca. der gleiche Preis, wie ich es gekauft habe, aber ich finde die schöner. Die war da über 250 Euro, glaube ich. Und da war ein Preisfehler und ich habe sie für 69 Euro gekriegt. Habe so gehofft, dass sie endlich auch verschickt steht, weil ab dann können sie mir revidieren. Und ich habe die für 69 Euro gekriegt. Und das ist die Blu-ray-Box. Super schön, ist der Karton nicht unbedingt, aber das, was, wie sie es innen gelöst haben, finde ich richtig cool. Ich hole jetzt bloß die Endstaffel oder die Endbox raus. Das ist die komplette Serie mit Specials auf Blu-ray. Zeigst du von der Seite, dass man sieht, wie dick das ist. Alles abartig. So dick wie mein Kopf, sehen das ist so, so geil. Dick wie mein Kopf. Und wir sind jetzt bei Staffel 5 schon angelangt. Aber ich, im Moment penne ich so oft euer. Hier auch wieder das Heftchen, wo dann zu jeder Season ein bisschen was geschrieben ist. Ich habe den Karton nicht gescheit gekriegt, habe einen Knick neu gemacht. Ich tipp. Ja, nee, sowas fuchst nicht. Nein. Naja, das ist ärgerlich, ich kenne das. Auf jeden Fall, der Aufbau ist total praktisch gemacht. So. wie sie es gelöst haben. Und zwar auch besser wie bei The Voyage, das kann ich durch später nochmal kurz zeigen. Du hast halt eigentlich vergrößert die ganz normale Box. Und dann hast du halt hier, wie so in einem Buch, diese verschiedenen Blu-rays drin. Und das ist immer eigentlich so ein bisschen versetzt und total einfach rauszuholen. Beidseitig? Also sind oft. Ja, okay. Also ich finde es schön, dass sie nicht übereinander gelegt sind. Ich hasse Boxen, wo du vier DVDs oder Blu-rays hast und die sind übereinander gelegt. Richtig schön gemacht. Next Generation, genau. Spielt noch ein Captain Kirk. Die erste Staffel war relativ schlecht gemacht, weil sie sich zu arg an dem Alten orientiert hatte. Die Requisite hin ausgesehen wie aus der 60er. Ich verwechsel das halt immer. Ich denke immer, bei Enterprise ist die Picard dabei. Nee, das machen wir jetzt mal ganz ehrlich. Das ist ein bisschen irreführend, weil es halt einfach Enterprise gehört. Aber The Next Generation, das ist die Serie mit dem Picard. Und dann ja, hat man halt an der Zuschauerzahl und dann an der Response gesehen, das wollen die Leute nicht unbedingt. Die wollen nicht der zweite Kirk. Ne? Und dann irgendwann ist man ein bisschen umgeschwenkt und hat sich der Zeit angepasst. Und hat das auch ein bisschen so mehr in diesem 80er-Stil gemacht. Und das also du merkst einen Wandel in der Serie. Genau, die haben gemerkt, oh, wir machen was falsch. Und bei Star Trek ist es ja auch immer so, dass du verschiedene Regisseure an den Star Trek schreibst. Wann kommt der Wandel ungefähr? Schon noch der erste Staffel? Oder? So Ende erste Staffel fängt es eigentlich an, dass man wirklich erkennt, okay. Das ist der Blue. Die haben ein bisschen mehr neu gesteckt an Energie und so weiter. Das merkst du, keine Ahnung, das merkst du so schlecht gemachte Requisite und alles. Da bin ich ein Monster. Und da haben sie dann wirklich angefangen,
auch ein paar Rassel wieder und so. Vielleicht, auch, vielleicht hätten sie auch viel Budget genommen, was sie durch den Film Treffen der Generationen eingenommen hätten. Wenn ja, der war aber gleich hat, später. Die Hocke okay. ist so um 89 rum. Nee. Wann haben die auch gefangen? Ich guck grad mal. Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, das war schon später. Nee, die haben wirklich an Reaktionen gemerkt, dass sie was kurz die Hand weg, bitte, ich will nur was lesen. Ah, restauriert und remastered. Okay. Genau, die ist auch restauriert und remastered. Restauriert und remastered. Genau, und du wurdest ein bisschen, wurdest einfach ein bisschen cooler, hättest du sich ein bisschen mehr Mühe gegeben. Finde ich auch gut, dass sie das gemerkt haben, dass sie sich retten konnten irgendwo. Was an der Serie cool ist, anders wie bei der ersten Crew geht es da auch ein bisschen mehr um Beziehungen, gerade noch die zweite Staffel und so weiter. Was ich vorhin gesagt hatte, haben wir verschiedene Rassen auf der Enterprise mittlerweile. Also es gab irgendwann mal einen Krieg mit den Klingonen, der wird beigelegt, die sind jetzt Verbündete. Es gibt The Worf zum Beispiel, ein Klingone, der dient auf der Enterprise. So böse. Da kriegt man, ja, genau. kriegt man auch viel über das Klingonische Reich mit. Und was aber hier ganz cool ist, neben dem, was wir vorhin gesagt haben, es wird erforscht und geguckt und diese Direktive und Abenteuer und alles. Da kriegt man so viel mit von den Charakteren und die sind alle so total interessant. Auch gerade Data, der ein Android ist, der versucht immer menschlicher zu werden, der denkt, er wird es nie schaffen. Aber an manche Sachen merkt man, der ist so ein klarer Kerl, obwohl er ein Android ist. Und der wird aber von vielen nicht ernst genommen. In anderen Serie oder in anderen Volk ist es so, dass er Kommando, oder wir müssen sie in die Schlacht ziehen, dann muss er Kommando über das Schiff übernehmen, ne? Und der erste Offizier tut er nicht anerkennen und tut die ganze Zeit die Befehle verweigern. Irgendwann sagt er jetzt, Offizier, wird halt besen und tut sich durchsetzen. Seine Emotionen, ja. Genau, und am Schluss tut er dann alle den Arsch retten und dann kommt der Offizier und sagt, danke, ne? Und tut dann auch erkennen und dieser sein Kampf dann auch, ne? Mein ja, noch ein paar Updates hat sich Android echt gemacht. Ja, also, das ist nee, ist total cool. Der hat auch einen Zwillingsbruder gehabt, der war Base, weil dann haben sie mit Gefühle ausgestattet und dann hat man gesagt, nee, bei dem macht man es nicht, ne? Und das ist sein Problem. Irgendwann in den Filmen hat er einen Gefühlschip. Okay. Und ja, gibt Leute, die sterben, also es überlebt nicht jeder. Mhm. Gehört dazu bei Serie, ne? Ja, das ist einfach cool. Da kriegt man mal mit, wie auch so die Wirkung von der ganzen Sterneflotte ist und diese Beziehung. Und es gibt auch Intrige, auch in der Sterneflotte gibt es Leute, die üble Spiele treiben und so weiter. Würdest du sagen, als jemand, der Interesse an Star Trek hat, dass er mit der Serie anfangen soll? Oder? Ich würde es fast sagen, ja. Ich würde fast sagen, ja, weil die Serie eigentlich ein bisschen Lust auf mehr macht und weil es verschiedene Dinge ausspricht und erklärt und umfangreicher erklärt, wie man es in anderen Serien vielleicht erklärt kriegt, ja. Okay, cool. Das wäre ehrlich gesagt die mich am meisten anspricht, ja. Wenn ich mit irgendwas anfangen wollte. Nö, ja. Das ist auch richtig gut und die ist auch super gealtert. Also 100, also die erste Staffel, was ich gerade auch gesprochen habe, aber ansonsten... Ja gut, ein holpriger Start, das ist ja in Ordnung. Genau. Solange es nicht ätzender wäre, wenn es einen super Start hat. Ja. Und dann kontinuierlich bergab geht, weil dann... Nö, das finde ich überhaupt nicht. Also ich finde, generell haben sich alle Serien immer gesteigert, weil sie irgendwann ihren Weg gefunden haben. Mhm. Und was bei Star Trek ist, die gucken viel, was die Fans sagen. Die gehen viel dennoch. Deswegen ist zum Beispiel die auch abgesetzt worden. Bin ich immer gespannt bei der ganz neuen Serie, weil das hat ja auch irgendwie die Gemüter gespalten. Ja, ich muss mal neu gucken. Also die haben verschiedene... Kann ja sein, dass es echt ändern, nach dem... Ich habe halt mitgekriegt zum Beispiel, dass sie die Klingone komplett verändert haben. Das sind so Echse-Wesen jetzt, was ich überhaupt gar nicht gut finde. Ja, spielt das vielleicht in einer komplett anderen Zeit und das ist die Evolution zu dem Zeitpunkt? Ich glaube, das spielt ein bisschen später wie TNG. Ich weiß gar nicht, ob das schon bei Voyager... Ich muss nochmal gucken. Wie gesagt, ich habe mich da noch nicht so neu. Okay. Ich will auch die nicht streamen, wenn, dann will ich sie haben. Mhm. Das ist bei mir manchmal so. Wenn ich was gut finde, will ich es haben und dann tue ich es mir nicht irgendwie auf dem Online-Portal auch gucken. Was haben wir Vielleicht noch ganz kurz, was hier noch drin ist, was ich gut finde. So ein bisschen GZSZ habe ich gesagt. Die PK ist zum Beispiel, der tritt total ernst immer auf. Aber in der Serie gibt es auch so diese Zweischichtigkeit, so wie er auftritt als Captain. Aber da gibt es immer, beim Offizier, beim Ingenieur, gibt es immer so wie sie auftreten im Team. Mhm. Und dann gibt es aber noch die private Seite. Hatte Schale, geiler Kern. Ja, genau. Da gibt es zum Beispiel auch so ein bisschen Vater-Sohn-Beziehung, weil
Die Dr. Crusher, die ist so in etwa in seinem Alter und der ihren Mann hat unter seinem Kommando gedient und ist unter seinem Kommando gestorben. Und die hat einen Sohn. Und der hat halt total, das kriegt man irgendwann mit, der hat halt total die Schuldgefühle und so weiter. Und der Wesley Crusher heißt er, der sucht so ein bisschen seine Nähe. Für den ist er auch ein Vaterfigur irgendwo. Mhm, und der will es aber nie so zeigen ihm, weil er halt das schlechte Gewissen hat und so. Und irgendwo ist er auch ein bisschen zu seiner Mutter auch ein bisschen hingezogen später und so weiter, aber die tun das alles professionell. Also mehr wie man denkt oder mehr wie viele Leute denken, wie Star Trek ist, dass Star Trek eigentlich nur so ein Science-Fiction-Kack ist mit irgendwelchen Fachbegriffen, gar nicht. Also ich kenne, wenn ich Serie, oder gerade bei Sci-Fi, wenn ich Serie, wo so viel Gefühl mit drin ist. Ja, sind wir mal ehrlich. Das ist echt krass. Wenn die Serie schlecht wäre, hätte sie keine Staffel. Echt? Zippe. Hätte sie keine Zippe Staffel. Ja, war doch schlechter. Ich war ja, sorry, scheiße. Nee, alles gut. So, jetzt machen wir weiter mit Voyager, die habe ich eigentlich schon vorgestellt. Bei Voyager ist dieses Erkunde, Achtung, aber Erkunde wie der Wille, weil das ist... Darf ich mal kurz reingucken? Ist da irgendwo ein Bild von der Crew zu sehen? In der Box selber? Ich weiß nicht, dass ich Pech habe. Also die ist so aufgebaut. Ja. Die haben wir auch, glaube ich, das ist die, die wir vorgestellt haben, oder? Ja. So, immer schön, vorsichtig. Bilder von der Crew sind da drin. Das ist eigentlich jedes Mal doch, die Voyager. Ah, doch, ja. Ah ja, okay, dann ich weiß jetzt, was das für eine Serie ist, ja. Okay. Neelix, Tuvok, Paris. Ich kann zeigen. Da. Und da, das ist von der Staffel 1. Ist ein bisschen was, dunkel. Aber was noch bei Star Trek? Aber ist halt blöd gelöst. Ne? Genau. Das sind so in diesem Pub-Ding einfach reingeschoben. Ja. Deswegen, was noch ein Problem ist, diese DVDs, die PlayStation kann es. Aber mein Blu-ray-Player hat Probleme damit. Weil sie durchsichtig sind? Genau. Also manche Folge sind nicht gegangen. Ich musste über die PlayStation gucken, die hat zum Glück einen guten Laser. Mhm. Ja. Also das ist echt schlecht. Die Box an sich gefällt mir sehr gut. Alles noch so mit Karton wie früher. Mhm. Ja, was gibt's zu Voyager zu sagen, genau? Du hast halt auch diesen Plot, dass dieses Raumschiff Voyager oder Enterprise ist nach immer Erkundungsschiffe. Also es gibt eigentlich, wenn ich. Richtige Kriegsschiffe. Es gibt alternatives Universum, da ist die Enterprise Kriegsschiff. Und okay. Gibt es aber hier 8 Erfolg, wo es dann das Kriegsschiff Voyager ist. Total gepanzert und so. Da ist schon krass. Die bekriegen sich dann auch immer mit der Klingone und sowas. Also Zeitlinie waren auch immer schon ein bisschen Thema, aber meistens nur so Ausflüge innerhalb von der Serie. Ja. Bei der Voyager. Ist die Episode zwischendrin, wo du die Sau rauslassen kannst, quasi. Ja. Muss auch mal zeigen können, was er technisch gekannt hat. Es gibt Raumschlachter, ist richtig cool gemacht. Also, die Voyager ist ja wider Willen passiert folgendes. Die Voyager wird durch eine Anomalie oder irgendeine fremde Macht. Egal. Auf jeden Fall, das Universum ist aufgeteilt in Alpha-Quadrant. Das ist da, wo wir sind. Das ist einfach so bekannte Raum einfach aufgeteilt. Und dann gibt es noch der Beta, der Zeta und so weiter und Delta-Quadrant. Und der Delta-Quadrant ist am weitesten entfernt von dem, was bekannt ist, ist aber nicht erforscht. Und die Voyager wird halt durch eine fremde Macht in diesen Delta-Quadranten portiert sozusagen und muss halt wieder zurückkommen. Das dauert aber so circa 80 Jahre, 70, 80 Jahre, bis sie wieder zurückkommen zur Erde. Und ja, fangen halt ihre Mission an und das ist halt wirklich diese Forschung sozusagen des Delta-Quadrantens wider Willen. Ne? Und müssen es halt schaffen, zurückzukommen. Und dort tun sie halt auch fremde Rasse entdecken, neue Bündenschlüsse. Cool, ne? Und was richtig cool ist, an The Voyager sieht man das auch alles. Also die Voyager kommt nicht so zurück, wie sie dort am Anfang war. Mhm. Da gibt es verschiedene Modifikationen, die tun Technik austauschen. Und manche Sachen gehen kaputt wahrscheinlich. Ja, also da gibt's irgendwann, sieht die richtig geil aus, die kann sich nämlich dann so Panzerungen ausfahren und so weiter. Nee, das ist cool gemacht. Das ist cool, ja. Weil brauchen sie auch. Und tun halt nochmal zu den Völkern, die es doch schon alles gibt, nochmal neue Völker nochmal dazu entdecke. Und ach, wieder bei TNG, diese Charaktere, du hast so einen Indianer dabei, also Indianer ist eigentlich der falsche, das ist so ein Native-Mensch halt. Und von der Kultur kriegt man ein bisschen was mit und wieder eigentlich genau das Gleiche.
Viele finden die Captain Janeway ein bisschen unsympathisch. Ist halt so ein bisschen. Ist halt bis jetzt der einzigste weibliche Captain und die versucht so ein bisschen immer ihr. So ein bisschen hart zu sein. So. Mhm, entwickelt sich aber auch irgendwann. Okay. Also eigentlich ist auch total nett, die gern Tee trinkt und so weiter. Und. Gibt sogar Leute, die aus dem Delta-Quadranten. Ich meine, was willst du machen? Willst du nochmal den Kirk als Frau oder den PK als Frau darstellen? Nee. Ist doch gut, wenn man mal was genau, anderes. Genau, das ist halt auch viel wichtig, weil sie hat auch ihr Problem ein bisschen damit. Manchmal verzweifelt sie Achtro. Die will ja gar nicht so. Ne? Also, ne? Ja, das ist cool. Und genau, also interessantes Schiff. Dann der Delta-Quadranten, die haben sogar irgendwann Crewmitglieder aus dem Delta-Quadranten, die sich entschließen mitzukommen, die dann Freundschaft lesen. Kam die Serie raus, wie TNG abgeschlossen war? Mhm. Okay, gut. Ist halt auch vom Design alles moderner, die Animationen waren schon richtig gut. Ich finde eh, bei Star Trek... War das so 2000er oder was? 98 gleich. Okay. Und ich finde eh, bei Star Trek, also von der Qualität her... Konnte man eigentlich nie was bemängeln, die hätten es wirklich Mühe gehabt. Okay, cool. Genau. Was an sind der. Die, weil du das gerade sagst, sorry, dass ich unterbreche. Merkst du in den Filmen im Vergleich zu der Serie, wenn du das guckst, einen hohen qualitativen Unterschied? Bei der Alte, ja. Bei der Alte, ja. Und eigentlich ist besser. Und bei den Picard-Filmen? Nee, da finde ich sogar die. Du bist gleich, okay. Aber bei der Alte ja, bei den letzten zwei vielleicht, das ist dann schon von der Technik weiter, weil dann die Serie schon abgeschlossen war, aber. Okay, gut, cool. Nee. Star Trek, ja. Also ab TNG fand ich eh die Qualität. Also zweite, dritte Staffel TNG fand ich die Qualität immer super. Ja. Also ach, interessant. Viele gefällt die Voyager gleich nicht so. Gehört halt dazu. War halt zu dem Zeitpunkt auch was Neues. Wir machen, ne, also es hat schon eigentlich schon sozusagen zwei Serien und ein paar Filme über die altbekannte Rasse Gäbe. Jetzt müssen wir mal was Neues machen. Das fand ich eigentlich cool. Ja, ist doch in Ordnung. Also. Ja. So. Also, und wie gesagt, das Manko an dieser Box ist echt die Aufbewahrung, obwohl es eigentlich richtig cool aussieht, weil DVD auf Karton direkt zu schieben und wieder rauszuschieben, ist ja, echt dappig, weil du hast manchmal Staub drauf oder es ist irgendeine Körnchen oder was weiß ich und schon hast du einen Kratzer. Ruckzuck, ja. Das ist eigentlich geht wirklich voll blöd. So. Das nächste ist Star Trek Enterprise. Genau. Und meine Frage ist, die kam dann auch nach Voyager raus? Die kam nach Voyager. Und wann hat die angefangen? Wann war das? Ja, hier steht halt 2017, aber da kam die Box wahrscheinlich raus. Ne? Ich glaube 2000 noch was. Okay, interessant. Ich hab's nur im Kopf. Gut, und was behandelt die? Weil das ist ja das, was mich eben verwirrt hat. Die Enterprise ist ja das Schiff von TNG. Es gibt verschiedene Enterprise, ne? Ah. Die Enterprise von Kirk war nicht die erste. Die war, sagen wir mal, die war jetzt die von Kirk. So, es gibt verschiedene Typenbezeichnungen. Die ist zwischendrin zerstört Woche, erneuert Woche, verbessert Woche oder außer Dienst gestellt Woche und sind neue gekommen. Während der Filme gab es neue. Mit dem Kirk die Filme gab es verschiedene Modelle. Bei TNG gab es das Ende-Modell. Okay. Und Enterprise ist die allererste Enterprise mit dem Captain John Archer. Ach, das ist Serie 0? Das ist Serie 0. Das ist okay, zwar die vierte Serie, also wir haben ja Deep Space Nine hier nicht dabei. Deep Space Nine wäre nach TNG gekommen direkt, oder? Deep Space Nine und dann Voyager? Hat sich mit Voyager überschnitten. Okay. War aber noch TNG. Weil ich weiß noch, wie damals auf Sat 1 TNG Nimitz war und dann kam Deep Space Nine. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, okay. Mhm. Gut, habe ich noch richtig im Kopf. Die Serie wurde irgendwann noch vier Staffeln abgesetzt, weil sie als allgemein nicht gut anerkannt worden ist. Und ich finde es total schade. Aber vielleicht erstmal zu der Story. Sind ca. 100 Jahre, oder nicht mal 100 Jahre vergangen, seit Saffron Cochrane der erste Warp 1 sozusagen Antrieb gemacht hat. Vulkanier, Menschen sind eine Allianz und die Sterneflotte ist so in der Anfänge. Flaggschiff ist die Enterprise, das erste Schiff mit Warp 4,5, gab später dann 5. Mhm. Und die Serie. Die Serie. Ist das abgeschnitten oder ist das ein Knick? Ich weiß es nicht.
egal, ich mach's gleich auf. Genau, die Serie behandelt eigentlich so das Thema, jetzt haben wir Bob 4,5, wir wollen unabhängig werden, die Vulkanier tun uns ein bisschen nerven, das merkst du auch, der Archer ist ständig genervt, weil die sind so ein bisschen noch immer so die Hand, ach noch 100 Jahre noch die Hand über der Menschheit und mit den aufpassen, wir zeigen euch das, die dürfen nicht alles wissen und so, so ein bisschen klug-mäßig nervt. Mhm. Das nervt echt. Und der Archer hat doch halt keinen Bock mehr drauf. Erstens, die Serie ist cool, weil das Design, die sind eher noch so ein bisschen angezogen, wie man es kennt. Also die rennen auch mal im T-Shirt rum, der hat auch mal einfach Jogginghose. Stimmt, das hast du erzählt, ja. Richtig cool. Und die rennen halt im Stream, glaube ich, erzählt. Die retten halt nicht so, die sagen, 2. Oktober ist 2010, ich hab Hunger und was weiß ich. Das ist richtig cool, weil, ich hab die doch nicht umgedreht, warum ist die verknickt? Ärgerlich. Ich seh's nicht. Sieht aber so aus, als wäre es schon umgeknickt. Live-Reparatur. Toll. So, und man kriegt halt mit, wie das eigentlich ganz am Anfang war. Das ist so Pionierserie eigentlich. Ne? Du siehst dann so die Entwicklung. Die müssen kann, kannst du kurz die Box mal von innen zeigen? Ja, kann ich machen. Mich würde interessieren, ob das so dicke Dinger jetzt sind. Also wie ist nee, guck, Achtung. Ja, doch, sind so dicke Dinger. Ja, und das sind mehr übereinander. Das ist scheiße, aber der Aufbau an sich ist wieder cool, weil. Okay. Genau. Ich habe so Akte X-Hülle, die sind einfach nur so groß und dann hast du innen drin eine Spindel mit 9 DVDs. Wo einfach habe ich bei Alien. Ich denke jedes Mal, wenn ich es rausholt. Das ist extrem. Also vielleicht nochmal, ich fasse mich jetzt kurz. Also, die Menschen sind so noch. Das ist, wie gesagt, das ist so eine Pionierserie. Die sind halt noch so ein bisschen truffgängerisch und wir gucken jetzt was da und wir basteln so in unserem Schiff rum und keine Ahnung, die lernen erst diese Völker kennen. In der ersten Serie sehen die das erste Mal Vulkanier und müssen dann zurückbringen auf Vulkan und Kenner kann vulkanisch. Die müssen erst die Sprache lernen. Die müssen erst wissen, wo alles ist. Die müssen sich unabhängig machen von Vulkaniern. Finde ich aber ein geiler Ansatz. Es ist sowas von interessant, weil du hast halt viele Sachen aus der nächsten Serie. Wo du erstmal mitkriegst, wie hat sich das hier eigentlich entwickelt und warum ist es so, wie es ist. Also dem letzten Mal Erfolg, ich habe noch nicht so weit geguckt, wir haben vielleicht die ersten paar DVDs geguckt, noch Staffel 1. Und da ging es auch um diese Hauptdirektive, ne? Wie ich erklärt habe, man greift nicht euch. Und die mussten euch greifen, der musste einfach im Volk helfen, was noch nicht so weit ist und hat halt riskiert, dass die, der war so ein bisschen verdeckt unter dem Deckmantel. Ja, ja. Musste halt riskieren, dass die entdeckt werden und die halt beeinflussen in ihre Entwicklung. Und am Schluss von der Erfolg sagt er, boah, das war jetzt aufstrengend, eigentlich habe ich nicht gewusst, was ich machen soll. Ich hoffe, irgendwann gibt es eine Direktive für sowas. Und ja, das ist so Kram. Cool. Und ach, die Technik und es ist irgendwie, ich finde es richtig klasse. Also die Technik ist auch noch, also du siehst ja immer dieses allglatte Design von der Voyager und von der Enterprise und da ist alles so hier, der Computer und so. Und da wird noch geschraubt und du hast Decke und so, wie im U-Boot, die sind zu niedrig und dann müssen sie alles so laufen und dann so Querstrebe und dann wäsch. Das ist cool, und, das gefällt mir. Und was noch ist, die haben jetzt gerade den Warp-Ort-Antrieb, die haben jetzt gerade das Beamer, sorry, das Beamer haben sie und das benutzen sie eigentlich nur für Gegenstand, Gepäck und ja, Verpflege und sowas rum zu beamen und die haben auch noch total Schüsse davor. Und wie sie dann das erste Mal beamen und alles und ist total interessant. Die Serie sollte schon nach der dritten Staffel, die ich jetzt noch nicht geguckt habe, ich muss noch weiter gucken, abgesetzt werden, weil das Problem war, der Sci-Fi Channel hat die, glaube ich, auf Mittwoch. Ein Zeitpunkt, wo es nicht geguckt wird. Mittwoch Primetime gesetzt und zu dem Zeitpunkt lief noch was anderes. Also waren zu wenig Zuschauer und viele hat es auch nicht gefallen. Es gibt eingefleischte Fangemeinde, die haben es dann geschafft, dass noch eine vierte Staffel dann eine Chance gab, weil dann wurde es dann abgesetzt. Mhm. Und die haben eigentlich dann, erstens haben sie Crowdfunding gemacht, wollten eigentlich dann die Serie fortsetzen lassen, aber die haben die Leute nicht mehr gekriegt. Mhm. Und dann wollten sie Netflix, das war die Zweitpetition, haben sie Petition gemacht, dass Netflix bitte, ich glaube Netflix war es, oder Sky? Ach, keine Ahnung. Nee, Sky ist in Deutschland nur. Hulu vielleicht noch oder irgendwas. Dann haben sie halt eine Petition gemacht, dass die Serie fortgesetzt wird, aber zu dem Zeitpunkt war schon die ganz neue Serie im Gespräch, ne? In der Produktion. Und wenn die aber erfolgreich wird, machen sie vielleicht auch da weiter. Das glaube ich nicht.
Auf jeden Fall, da bin ich noch nicht so weit. Die erste Staffel gerade mal angefangen. Ich habe hier noch ein bisschen Zeit. Und ich hatte die damals im Fernsehen, als man auszugsweise gesehen, als man Volk oder so. Und ja, es ging. Aber jetzt, wo ich sie wirklich noch drei gucke, ja. Ich finde die Charaktere nicht ganz so viel Tiefe. Da geht es eher, ja, aber ich denke, das kommt noch. Ich weiß, also ich habe gelesen, ab der zweiten Staffel wird es eher wie die alte Serie dann. Cool, okay. Ja, die müssen alle ein bisschen auf. Ich finde, der sollte mal Chance geben und diese Box auf, ist das Blu-ray oder DVD? Ne, DVD habe ich für 30 Euro gekriegt. Oh ja, super. Komplett die Serie, 4 Staffeln, ach, ich glaube über 90 Folge. Das Scott Bakula ist der Captain. Kennst du Zurück in die Zukunft, Zurück in die Vergangenheit, die Serie? Mhm. Ah, kennst du gar nicht, okay. Nee. Auf jeden Fall Zurück in die Vergangenheit, weil den Schauspieler gemocht hat. Bestimmt in den 80er. Der ist aber nicht selber, also denn sein Geist ist zurück in andere Körper in der Vergangenheit. Okay. So, und jetzt hätten wir das. Wie gesagt, die neue Serie habe ich schon weggeguckt, Discovery. Ich müsste mal neu gucken, aber wie gesagt, ich habe die noch nicht fertig. Ich kann mir Zeit lassen. Das rennt dir nicht fort. Du siehst schon, wie riesig das ist. Mir fehlen 3 Serien. Also. die neue Filme. Sind ja in dem Sinn keine Remakes oder Reboots. Moment, ich halte mal. Also in die Kamera. Also auf eine Weise. Ja. Sind sie Reboots? Von der ersten Serie. Von der ersten Serie? Also das ist Kirk Serie. Und Spock und so. Aber hier haben wir das, was schon in der Serie früher passiert ist mit der Zeitreise und alternative Zeitlinie. Jetzt mal komplett sozusagen fortlaufende Geschichte. Also die Filme, ne? Es geht darum, im ersten Film, was soll ich da jetzt auffangen? Also diese Zeitlinie trennt sich von der, sagen wir mal, Zeitlinie 1 mit dem Kirk und so weiter, als Kirks Vater kurzzeitig Captain für ein paar Minuten auf dem ist das schon die Enterprise? Auf einem Schiff ist. Und dann seine Frau und das Kind sind auch im Schiff, also der Kirk ist auf dem Schiff als Baby. In der normalen Zeitlinie ist sein Vater nicht Captain, sondern Offizier, glaube ich. Und ja, die ziehen halt den Kirk groß und dann passiert so, was passiert. In der Zeitlinie wird dieses Schiff angegriffen von Romulaner, die Zeitreise können. Und zwar wird Romulus in der Zukunft, glaube ich, irgendwann zerstört, der Planet. Und so Bergbauschiff, was... Und das wollen sie verhindern, oder? Ne, die wollen Rache nehmen. Die wollen gleich Vulkan zerstören. Mhm. Weil, Konflikt, ne? Ja, ja. Vorhin erzählt. Und dabei wird auch das Schiff von seinem Vater, ganz kurz Captain, ist zerstört. So. Und die können sich aber retten und der Kirk und seine... Die Mutter? Du musst dich ein bisschen beeilen, die Batterie ist bald. Also auf jeden Fall wird der Kirk als Baby gerettet, sein Vater stirbt. Und wächst bei seinem Onkel auf, ist ein Rebell und kommt auf Umwege dann doch zur Sterneflotte und wird doch Captain. Mhm. Also tut sich sein Schicksal wieder erfüllen, auch in der Zeitlinie. Und er trifft halt auch auf Kirk und auf Spock und so weiter. Und der zweite Film geht zum Beispiel auch um Dekan. Aber es sind jetzt nicht Remakes. Es wirklich. Sind keine Remakes, es sind Themen, die aufgegriffen werden, aber in der Zeitlinie läuft ein bisschen was anders. Und das ist richtig cool eigentlich, weil du hast eigentlich die alte Crew, die macht, also diese Schauspieler, erstens, die sind super gecastet, die bringen das super rüber. Was noch dazu kommt, beim ersten Film, Leonard Nimoy ist irgendwann gestorben, also der Spock, haben sie mit ihm zusammen produziert, sie haben ihn wirklich gefragt, soll man das so machen, können wir das so machen, die haben nichts gemacht, ohne dass er sein Einverständnis gegeben hat. Und das war das Perfekteste, was er hin machen könne. Also diese Reboots in Anführungsstriche sind erstens glaubwürdig, zweitens passen sie neu. Diese Zeitlinie, das ist, finde ich, keine Entschuldigung dafür, dass man eine neue Story macht. Man tut es einfach, die machen so, wie wär's, wenn es so gewesen wäre. Und das bringen sie so authentisch rüber mit den, wie gesagt, super gecasteten Leuten, dass das einfach stimmig ist. Und ich finde diese ganze drei, also ich finde diese drei Filme, finde ich echt super. Und gucken Sie, ich muss jetzt nichts zu der Story sagen, es kommen manche Sachen wieder, die man kennt, manche neue Sachen. Und lasst euch überraschen. Gerade der Kirk verhält sich wie der Kirk und der Spock verhält sich wie der Spock. Und weiß nicht, man merkt es halt, er ist ja dann irgendwann im Laufe von dem Film, irgendwann ist er ja gestorben, Chris, war richtig schade, aber irgendwie auch ein bisschen Vermächtnis vom Spock. Also man merkt, dass er so
da mitgewirkt hat. Ist da noch ein vierter geplant? Oder? Ja, ich denke schon, da kommen noch ein paar raus. Also, okay. Wie gesagt, es gibt viele Filme, die ich kacke finde, die irgendwie Reboots sind und so Sachen behandeln, aber bei Star Trek haben sie es echt super gut gemacht. Es kommt auch das Star Trek-Feeling rüber. Du guckst das und bist, du guckst Star Trek. Cool. Ja. Also ich kann die nur empfehlen und ich habe sie alle drei. So soll's sein. Ja. Alles klar. Jetzt bin ich fertig. Ja, dann, danke für die kleine Vorstellung. Ja, bitteschön. Danke, danke auch fürs Zuhören. Fürs Einschalten. Dass dir das Ohr nicht abgefault ist. Ich glaube, mir ist der Mund gerade. Die Kamera geht gleich aus. In diesem Sinne danke, gell?